Hallo Freunde, willkommen zurück zu Surviving Mars. Wir haben heute ein bisschen was vor. Das erste, worauf ich warte, ist, dass das hier fertig wird. Oder? Wir werden jetzt natürlich nicht hier sitzen und Däumchen drehen, bis das Ding fertig ist. Da fehlt noch ein bisschen Beton für. Wir haben noch ein paar andere Sachen zu tun. Aber sobald das hier fertig ist, hat das die höchste Priorität. Und dann kümmern wir uns um den Campus. So. Dieses Ding anschließen, das ist mal das Erste, was ich machen will. Und damit hätten wir Wasser im Tunnel. Das ist immer wieder schön. So, und dann sollten die Stromkabel gebaut werden und die Sache sollte auch laufen. Besser als nichts. Ganz schön dreckig, dafür, dass sie regelmäßig geputzt werden. Also ich meine, das hier oben kann ich verstehen. Das ist außerhalb der Reinigungsreichweite. Aber ich hätte mir eigentlich ein bisschen mehr davon erhofft, dass das hier unten, auch wenn es abgeschaltet ist, nicht total verstaubt. Naja, wir brauchen die Moxis im Moment nicht. Sollten wir sie kurzfristig brauchen. Warum auch immer. Wir haben noch welche. Okay, dann können wir als nächstes Stromkabel hierher verlegen. Und wir haben irgendwo Drohnen, Commander. Jawohl. Dann lassen wir den das hier einrichten. Der hat jetzt nur noch vier Drohnen. Jetzt hat er 5. Das läuft. Okay, dann brauchen wir als nächstes ein paar Aufforstungsfabriken. Haben wir hier. Und mal abgesehen von der Bodenqualität, allein von der Optik her würde ich sagen, hier machen wir 2 hin, hier machen wir 3 hin und dann sollte das alles relativ grün sein. Jetzt auch noch die richtigen Tasten treffe, ist alles gut. Ich komme total durcheinander. Ich zocke zurzeit nebenbei noch relativ viel Bolzen. Und das hat halt ein bisschen andere Steuerung. Wir machen hier 3 hin. Und hier unten dann wahrscheinlich auch ein bisschen mehr als gedacht. Unebenes Terrain, das gefällt mir gar nicht. Machen wir mal so. Und so. Läuft. China machen wir. Dann können wir. Der hat jetzt keine mehr. Was? Ach so, die ging. Alles klar. Packen wir ein paar aus. Das sollte laufen. Das Universallager hier ist in Reichweite. Die Shuttles werden dafür oder später Metall hinbringen. Da wird das gebaut. Und dann haben wir die zwei Netze endlich miteinander verbunden. Da kriegen wir noch mal ein bisschen mehr Überschuss. Noch ist es ein eigenes Netz. Das kriegen wir aber hin. So. Dann brauchen wir Stromkabel zu den Aufforstungsfabriken. Kann ich das hier? Nein, kann ich nicht. Hier, das funktioniert. Na, das wird was.
fast erledigt. Das ist angeschlossen, jawohl. Das sieht ja schön aus. Oh Junge. Okay, das hätten wir. Dann können wir den vielleicht hier hinfahren. So, viel besser. Jawohl, da hat das Universallager in Reichweite, hat noch das hier oben in Reichweite und das alles. Da kann der hier ein bisschen arbeiten, sobald wir hier die Metalle haben. Diese Shuttles, die versuchen überall Nahrung zu verstecken, seit wir so viel haben. Läuft soweit. So, was haben wir hier? Eine ganze Menge Gebäude. Und dafür Treibstoff. Sollte aber eigentlich angeliefert werden. Und wir haben auch wieder genug. So, neue Wolkensaat. Das ist super. Sind wir schon bei 55%. Und Mars 2 ist in Reichweite. So, weg. Also, in Reichweite ist gut. Mars 2 ist startbereit. Was wir jetzt eigentlich bräuchten, ist nochmal Vegetation. Aber haben wir natürlich nicht. Schade. Da sind wir schon auf dem Weg hin. Bitteschön. Meteoritenfänger muss nicht unbedingt sein. Temperatur sind wir schon auf Stand. Drüben seht die Satellit. Warum nicht? Dann hat Mars 2 was zu tun. Besser als nichts, würde ich sagen. Okay, das Zeug ist alles gebaut. Wo wir gerade von Bauen sprechen, wir haben eine Forschung abgeschlossen. Für einen neuen Rover-Typ. Dann haben wir hier den ferngesteuerten Dozer. Da bauen wir jetzt mal einen. Die paar Ressourcen, das sollten wir übrig haben, das sollte gehen. Besonders da wir jetzt auch genug elektronische Geräte haben. Oder produzieren. Das sollte eigentlich hinhauen. Dass wir da nichts mehr einkaufen müssen. Wupp, wupp. Unabhängigkeit. Das ist gebaut, super. Das war schon vorher gebaut. Das hier oben ist neu. Na, kriegen wir hin. So, lass gucken. Wie ist das mit Energie? 10.000. Läuft. Und damit sind die Netze jetzt offiziell verbunden. So, damit ist die Aufforstungsfabrik in Reichweite. Das sollte hinhauen. Und dann fahren wir den quasi so zickzackmäßig hin und her. Immer gucken, dass wir die Lager in Reichweite haben, wobei das hier wahrscheinlich nicht ganz passen dürfte. Da fehlt noch Material. Den neuen Dozer, sobald er gebaut ist, müsste der auch in der Reihe auftauchen, nehme ich an. Den schicken wir los, hier abzuflachen. Da haben wir ihn. Und sobald wir das mit dem Dozer machen, sollte ein Erfolg dazu kommen. Das war auch so ein bisschen der Grund dafür, dass wir den bauen und erforschen. Wo wir gerade von der Forschung sprechen, wie sieht's aus? Plasmaschneider. Okay. Mehr Bewerber brauchen wir eigentlich nicht. Egal, wir machen mal einfach der Reihe nach weiter. So langsam werden sie teuer. Im unteren Bereich werden wir eine ganze Menge Zeit dafür brauchen. Aber wir könnten es eigentlich mal wieder auslagern. Ist jetzt natürlich dann auch ein bisschen wichtiger, wenn die Forschungen teurer sind, sonst dauert es ewig. Ich frage mich gerade, ob wir die Aufforstungsfabriken überhaupt noch brauchen.
Damit meine ich meine Hauptstadt. Hey, die Hauptstadt ist fertig. Danach gucken wir gleich. Lebenserhaltung, Kuppel ohne Lebenserhaltung. Leute, alles was fehlt ist fließend Wasser. Macht euch keinen Kopf, es regnet demnächst. Hier. Terraforming Fortschritt, Änderung pro Sol 0. Die wir hier schon gebaut haben, tragen nicht mehr wirklich dazu bei. Alles, was die machen, ist Saatgut ernten. Und davon eine ganze Menge. Ich bin wirklich versucht, die abzuschalten. Die Wälder müssten sich dann fast von alleine verbreiten. Würde ich annehmen. Wenn die Bodenqualität immer besser und besser wird. Bin mir da gerade noch nicht so ganz sicher. Na also, da haben wir das. Und Mars 3 möchte unbedingt losgeschickt werden. Schaut schon mit den Hufen. Das läuft. So, du möchtest mit Strom und Wasser verbunden werden, würde ich sagen. Also gucken wir mal danach. Wie kommen wir hier am geschicktesten vorbei? Das müsste verflixt. Machen wir es mal so. Bis hier. Müsste laufen. Und angeblich brauchen wir. Moment. Das mache ich ein bisschen anders. Und zwar, wir haben ja hier. Ist das ärgerlich? Ja, ist es. Oh Mann. Ich will halt eigentlich vermeiden, dass das hier mitten reinkommt. Wasser werden wir auch brauchen. Ich meine, auch eine Uni braucht Toiletten. Und die Anschlüsse für die Rohre sind halt nicht da mittendrin. Also kann ich entweder hier rüber und hoch oder hier runter und dann hier rüber. Das hier ist zu nah am Geysir. Da kommen wir nicht vorbei. Also nehmen wir das. Wer hätte gedacht, dass das nicht funktioniert? Es funktioniert für die Rohre, aber nicht für die Leitung. Machen wir es so. Und dann könnten wir das entfernen. Und das da unten brauchen wir dann nicht. Okay. Damit wäre dann auch die Hauptstadt angeschlossen. Wir haben das Universallager, wir haben den Drohnenhub, alles in Reichweite. Alles, was noch fehlt, ist hier drüben ein kleines Stückchen Strom. Und dann sollte die Stadt dran sein. Das hier wird ja unser Campus. Und ich habe beim letzten Mal schon überlegt, was wir hier noch so Besonderes bauen können, sage ich mal. Was mich gerade ein bisschen stört, ist, dass das in der Mitte hier schon belegt ist. Ich hätte es wirklich wahnsinnig gerne direkt in die Mitte gebaut. Wir brauchen einen kleinen, so einen kleinen Bauplatz brauche ich für das, was ich vorhabe. Ich bin gerade am überlegen, wie sehr ich es übertreibe. Und ihr wisst, das ist gefährlich, denn ich neige zum deutlichen Übertreiben. Was vielleicht auch ein Grund dafür ist, dass wir zurzeit 9 Maschinenteilefabriken übrig haben. So, Wolkensaatprojekt ist wieder abgeschlossen. Super, dann gibt es demnächst hoffentlich wieder ein bisschen mehr Wasser. Dann sind wir damit fertig. Wobei Änderung pro Sol an sich gar nicht so schlecht ist. Jupp. Das läuft. So, du bringst Metall? Ne, bringst du nicht. Du holst was.
Wie es aussieht, haben wir relativ wenig Metall zurzeit. Ja, die Baustellen brauchen gerade noch sehr viel. Wo wird denn noch groß gebaut? Ach, natürlich. Aha. Wir haben hier drüben noch jede Menge Baustellen. Das Ding läuft. Das machen wir erstmal so. Und das gute Stück bewegt sich hier hoch, damit das gebaut wird. Zentrallager haben wir dann hier in der Nähe. Das Ding steht. Sehr gut. Lager haben wir hier. Dann können wir es erstmal dorthin bewegen. Dann wird das gebaut. Stück für Stück. Wir hangeln uns durch. Läuft, ist alles in Reichweite, geht los. Das ist geschlossen, schade das. Wir brauchen Drohnenhubs. Blöd das. Mars 1 kommt zurück. Das sind gerade wieder relativ viele Baustellen, aber wir kriegen das geregelt. Ein bisschen Geduld. Den hier könnten wir hier dran direkt arbeiten lassen. Der ist gerade dabei, Landschaftsbau zu betreiben. 85 Gestein kann der aufsammeln, das ist gar nicht schlecht. Hier kriegen wir 132, das heißt, der wird es auch noch irgendwo abladen müssen. Aber ich baue ihm da jetzt mal kein Depot oder irgendwas hin. Ich will wissen, wie der sonst damit umgeht. Ob der einfach stehen bleibt und nichts mehr treibt oder ob der clever genug ist, durch den Tunnel zum nächstgelegenen Depot zu fahren. Das wären dann die Depots hier. Da haben wir noch ein bisschen Platz. Das möchte ich ausprobieren, dementsprechend lasse ich den jetzt einfach mal arbeiten. Und irgendwann werde ich hoffentlich dran denken, mal wieder nach ihm zu gucken. So in 5 oder 6 Episoden. Okay. Die Auffassungsfabriken werden gebaut, der Dozer ist unterwegs. Die Drohnen sind überlastet. Schauen wir nochmal. Versetze diesen Berg. Das ging schnell. Kollege, du bist höllenschnell. Aber das liegt jetzt auch daran, dass die Drohnen wahrscheinlich geholfen haben. Bisschen unfair. Mit der Hilfe der Drohnen, aber was will man machen? So, wir werden demnächst noch ein paar Drohnen-Hubs kaufen, damit die Teile hier richtig angesteuert werden. Ich dachte, ich komme drum rum, aber da das ja alles noch mit Saatgut versorgt werden muss, wird daraus wohl nichts. Und hier fangen wir auch langsam an. Da brauchen wir dann noch ein Universallager. So, was wir hier nicht brauchen. Edelmetalle, Treibstoff. Rest. Geht mal auf 12 hoch. Warum nicht? Damit ist das in Reichweite und dann kriegen wir auch diese Erforschungsfabrik relativ leicht geregelt. Das passt schon, dann bringen wir den wieder zurück. Dann darf der hier Päuschen machen bei den Bürsten. Mars 1 möchte eine Mission. Fliegt zum Spezialprojekt, da sind wir also schon dran. Okay. Schauen wir mal, was wir da sonst noch so haben. Haben wir eigentlich beides genug? Das bringt uns nicht weiter. Wie sieht es hier aus? Gut, die wollen nicht handeln. Okay. Wir schicken nach und im Austausch für. Warum nicht? Komm. Bevor Mars 1 einfach nur rumgammelt. So, wir haben relativ viele Edelmetalle, deshalb erlaube ich vorerst mal wieder den Verkauf. Das können wir unmöglich machen, dass hier das ganze Edelmetalllager voll läuft. Wo haben wir es? Hier. Am Ende explodiert das volle Treibstofflager und reißt das volle Edelmetalllager mit.
Die Verluste wären exorbitant hoch. Geht nicht. So. Gut, dann kann ich jetzt endlich erzählen. Ich hatte vor, hier Statuen zu bauen. Für den Patienten, der geschüttelt ist, nicht gerührt. Ich werde auch immer wieder abgelenkt. Naja. Ist nicht so wild. Die Verluste an der Atmosphäre sind jetzt nicht so wahnsinnig groß. Wir produzieren immer noch mehr, als wir verlieren. Dementsprechend. Ja, läuft. So, ich möchte Statuen bauen. Und zwar gibt es hier bei den Dekorationen diese Statuen. Nur, dass diese Statuen dann nicht zu Ehren der Gründer des Mars sind, sondern eben auch für den Patienten, den wir vor kurzem hatten. Und der die Leute so sehr inspiriert hat, sich gegenseitig zu unterstützen und über sich selbst hinauszuwachsen. Die eigene Misere ein bisschen in den Hintergrund zu stellen und anderen zu helfen. Ich finde das ausgesprochen inspirierend und ich denke mir, wenn wir hier einen Campus machen, bei dem es darum geht, sich selbst zu verbessern, sich weiterzuentwickeln, fortzubilden, dass das einfach ein lohnenswerter Ansatz ist. Und das möchte ich auch ein bisschen unterstützen. Deshalb habe ich mir gedacht, wir stellen hier ein paar Statuen auf. Zum einen für die Gründer des Mars natürlich und für große Forscher in der Vergangenheit, aber eben auch für diesen Patienten. Deshalb, ich hatte eigentlich gedacht, ich mache eins in die Mitte, eine Statue, das ist die von dem Patienten und das läuft. So, würde ich sagen, wir bauen vielleicht 4 Statuen. Das machen wir gleich. Bauen wir hier eine hin. Hier eine. Da. Dort. Das müsste noch einigermaßen symmetrisch sein. Und dann sind das bedeutende Leute, die das hier ermöglicht haben. Was weiß ich. Euch fallen bestimmt noch ein paar Leute ein. Und eine dieser Statuen ist garantiert für den Patienten. So, da das ein Campus sein soll, soll hier die Forschung vorangetrieben werden. Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall mal diesen Netzwerkknoten. Erhöht die gesamte Forschungsleistung innerhalb der Kuppel. Und da steht nichts dabei, dass das nur einmal funktioniert. Die Hauptstadt kann 3 Kuppelgebäude beherbergen. Ich bin gerade ernsthaft am Überlegen, ob wir hier einfach 3 Netzwerkknoten reinmachen, um die Forschungsleistung nochmal enorm zu erhöhen. Auf der anderen Seite ist das total unnötiger Overkill und wir haben ohnehin schon viel zu viel Forschungsleistung. Eine Alternative wäre, wir könnten Arkologien bauen. Da könnten wir die Forschung mal ein bisschen in den Vordergrund schieben, dass das etwas schneller geht. Und dann könnten wir sagen, dort wohnen die Studenten, also Studentenbuden, und auch die Professoren und die ganzen Support-Leute, die eine Uni benötigt. Die haben jede Menge Verwaltungsarbeit, also arbeitende verwaltungstechnische Angestellte, wie es so schön heißt. Dann haben die eine ganze Menge Zeug zu warten und so. Also arbeitet da eine Menge Wartungspersonal. Warum haben wir hier ein rotes irgendwas? Eine überbevölkerte Kuppel. Nicht gut. 55 von 36 Kolonisten. Jo, da werden wir gleich mal nach der Kuppel gucken. Aber erstmal noch ganz kurz das mit der Hauptstadt klären. Ich meine, die Statuen sind inzwischen gebaut. Das passt. Wir werden auch noch sehr viele Grünanlagen hier reinpacken. Ich will es jetzt auch nicht übertreiben mit den Hawking-Instituten und den Universitäten. Einige werden wir natürlich einrichten, auch ein paar Schulen. Einfach um die Stadt zu entlasten. Die Leute können mit den Shuttles fliegen. Dementsprechend werden wir hier auch eine Menge Shuttle-Hubs an den Rand bauen. Für mich ist jetzt gerade wichtig, wie machen wir das im Zentrum? Ich meine, wir können natürlich die Arkologien bauen. Wir können die Netzwerkknoten bauen. Ein Sanatorium wäre vielleicht auch nicht schlecht. Dann können wir den Leuten auch noch beibringen, bessere Menschen zu sein. Das ist dann auch wieder eine Sache wie für diesen Patienten-Event gemacht. Klinik. Warum nicht? Dann haben wir auch eine Uniklinik. Die hängenden Gärten, da würde ich lieber kleinere
Gärten und Einrichtungen drumherum bauen. Und das WRS können wir uns, denke ich, schenken. Wir haben relativ viel Wasser. Dementsprechend passt das. Aber ich möchte von euch eigentlich in den Kommentaren wissen, welche Spitzen wir bauen. Wir könnten eine Mischung machen. Klinik, Sanatorium, Netzwerkknoten oder was weiß ich. Wir können aber auch einseitig bauen, drei Arkologien. Ganz wie ihr das wollt. Ich denke, dass ich dann das eine oder andere vielleicht noch auffüllen werde. Also ich denke, wir werden irgendwie schon alles haben. Aber jetzt haben wir natürlich Qual der Wahl und können uns entscheiden, wie das hier weiterlaufen soll. Gebaut ist sie, angeschlossen ist sie. Das mit den Statuen ist erledigt, mir geht es ein bisschen besser. Und ich würde sagen, hier unten könnten wir noch ein bisschen weitermachen. Yep, das läuft. Dann kaufen wir mal. Wie viele werden wir brauchen? Oh, das ist super. Viel weniger als befürchtet. Das könnten wir mit 2 abdecken. Ich würde zur Sicherheit 3 nehmen. Ich glaube, sonst brauchen wir nichts. Wir holen einfach die 3. Wird erstmal Geld exportiert. Zweite Kuppel überbevölkert. Funding received. Oh, lustig. Wir sind auch schon bei 1200 Leuten. Die legen ganz schön los. Super. Dann geht's los. 3 Fertigbauten für die Drohnen. Läuft. Research complete. Das ist in Reichweite. Und sobald der steht, kriegt er gleich ein paar Drohnen von uns. Er kommt schon mit 6 Stück. Jetzt hat er 11. Und dir geht's ähnlich. Die Drohnen machen schon los, um den hier zu versorgen. Das läuft. Dann packen wir hier Depots rein für Saatgut. Und ja, darauf haben die Drohnenhubs Zugriff. Und dann sollte das alles richtig gut laufen. Die Pflanzen kriegen hier überall Mischwald. Und ihr seht schon, es grünt schon ein bisschen mehr. Wenn das jetzt auch noch mit Saatgut versehen wird, dann haben wir hier auf jeden Fall schon mal den Start von dem Wald. Wir haben zum Teil auch Überlappungen. Dann verbessert sich die Bodenqualität hoffentlich ein bisschen schneller. Sollte einigermaßen hinhauen. Dann kriegen wir hier das nächste Stück Grün. Gar nicht so schlecht. Okay, dann würde ich sagen, das lassen wir für heute auch mal gut sein damit. Ich freue mich mal auf eure Kommentare. Bin gespannt, wie wir den Campus dann noch aufbauen wollen. Die ganzen Hawking-Institute, Schulen, Universitäten, den ganzen Kram, den werde ich erst installieren, wenn ich ungefähr eine Ahnung davon habe, wie die Spitzen aussehen. Und dann werden wir den Rest auffüllen mit den Gebäuden, die bei den Spitzen fehlen. Ist also hauptsächlich eine Geschmackssache, was da kommt. Und in der nächsten Episode kümmern wir uns ein bisschen um die Überbevölkerung. Das wird sonst relativ schnell relativ hässlich. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, haltet euren steif. Ciao, Freunde.